Liebe Schach-Community, an diesem Wochenende fanden die Runden 12 und 13 der Schach-Bundesliga statt. Wie immer waren viele ausländische starke Großmeister am Start, aber natürlich auch alle deutschen Spitzenspieler. Vincent Keimer spielte für seinen Verein Baden-Baden 2 Partien. Am Samstag gewann er gegen Laurent Fressinet, französischer Großmeister. Am Sonntag die Partie endete Remis. Ja, die erspare ich euch, die war unspektakulär. Stattdessen schauen wir nach Deizisau, zum Kampf Deizisau gegen Dresden. Da spielte der Bundestrainer Jan Gustafsson. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine Partie von ihm hier auf dem Kanal gezeigt habe. Nur meine. Ich habe mal 2011 gegen ihn gespielt in der Bundesliga. Die Partie könnt ihr gerne nachspielen. Link findet ihr hier oben. Er ist ja nicht mehr so aktiv. Ne? Er ist ja Bundestrainer, Sekundant für viele starke Spieler, als Trainer viel unterwegs, ne? Sehr gefragt. Also kleiner Tausendsasser. Dementsprechend spielt er nicht mehr so viel klassisches Schach. In der Bundesliga ist er aber noch hier und da aktiv. Diese Saison für Deizisau sehr viele Partien gespielt. Und sein Gegner hier ist Jerguss Perač aus der Slowakei, spielt für Dresden in der Schach-Bundesliga. Jan mit seinen 44 Jahren ist doppelt so alt wie sein Gegner gewesen heute. Ist auch krass, doppelt so alt, hört sich an, obwohl er so jung aussieht. Ne? Aber man wird überholt von den ganzen jungen Hasen, ne, die da angesprintet kommen. In der Weltrangliste immer noch Nummer 165 mit 2,610. Immer noch eine fette Elo-Zahl. Perač Nummer 288 der Welt mit seinen 2,571. Wir gehen rein, gucken, was passiert ist. Und am Ende des Videos schauen wir natürlich auf alle Ergebnisse und die Tabelle der Bundesliga. E4, E5 hier, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, italienisch, Springer F6, D3. Und jetzt folgen beide Spieler einer Variante, die sie sehr gut kennen. Perač ist immer wieder gut vorbereitet, ist mir schon aufgefallen bei der Analyse. Läufer C5, C3, aber natürlich, Jan ist natürlich auch ein großer Theoretiker, hat verschiedene Kurse zu E5 veröffentlicht und natürlich auch als Sekundant von Anish Giri immer unterwegs, kennt er natürlich sehr, sehr viele Eröffnungen. D6, Rochade, das sind alles normale Züge hier. A5, Standardzug in der italienischen Partie inzwischen. Verhindert B4, unter anderem schafft Raum, schafft ein Rückzugsfeld für den Läufer. Das sind alles so Gründe hier. Turm E1, Rochade, H3, Läufer E6. Ja, Läufer E6 kann man aus allen Lagen spielen. Man kann es entweder vorbereiten mit Turm E8 oder hier auch sofort spielen mit Läufer E6. Sofort spielen. Keine Angst vor diesen Doppelbauern hier. Dafür bekommt man die offene F-Linie. Perač nimmt auch nicht raus, er spielt sehr schnell, Läufer B5 hier und folgt einer Partie zwischen Nepomniachtchi und Anish Giri vom Singfield Cup 2023. Und genau dieser Partie folgt auch Jan, er spielt hier Läufer A7, Rückzug. Ja, Läufer A7 richtet sich natürlich hier gegen D4, nicht, dass es mit Tempo kommt, Läufer A7. Läufer E3, schlagen auf E3, Turm schlicht E3, Springer E7, gruppiert den Springer um. Aber gibt Weiß die Gelegenheit, hier mit D4 im Zentrum aktiv zu werden und zwei schöne Bauern da zu installieren. Springer G6, Läufer F1, prophylaktisch geht der Läufer zurück, ne, bevor C6 kommt. Deckt auch den Bauern H3 nochmal, eventuell G3 spielen. Und jetzt kommt ein Zug, den man ohne Vorbereitung und Computeranalyse so nicht spielen würde, auch als Großmeister nicht. H5. Als ich die Partie nachgespielt habe, dachte ich mir, was ist das denn? H5, sieht ein bisschen seltsam aus. Ja, es ist aber der Vorschlag der Engines, Stockfish insbesondere, sagt, ist ein guter Zug, spiel H5. Die Pointe wird gleich klar, was dieser Zug überhaupt soll. C4, das ist immer noch Nepomniachtchi gegen Giri. Und hier Springer H7. Das ist die Idee des Zuges mit dem H-Bauern. Der Springer soll nach G5 und hier eventuell getauscht werden gegen den Springer auf F3. Man könnte natürlich argumentieren, ja, warum H5? Der hätte ja auch nach H6 gehen können, aber es gibt Varianten, wo der Bauer dann am Ende auf H4 landet. Nepomniachtchi spielte beim Singfield Cup gegen Giri letztes Jahr Springer C3 hier, natürlich ein Entwicklungszug. Perač hatte sich hier was anderes überlegt, Springer H2. Ihr seht auch am Zeitverbrauch, so gut wie gar nicht überlegt, sofort Springer H2. Das heißt, er war hier vorbereitet, definitiv. Das ist zu schnell. Ansonsten spielt man nicht sowas wie Springer H2 hier. Es geht weiter mit H4, guter Zug.
wird gedeckt vom Springer, verhindert Turm G3, steht sehr aggressiv hier der Bauer. Langfristig ist das aber natürlich auch eine Schwäche, ne? Muss man mal aufpassen. Springer C3. Und jetzt und in der Folge hätte Schwarz wahrscheinlich Springer G5 spielen sollen. Einfach den Springer vom Rand aktivieren. Die Stellung ist ausgeglichen mit Ideen wie Dame F6 und aktiv werden am Königsflügel. Stattdessen spielt jetzt der Bundestrainer sehr interessant auf beiden Flügeln. Er spielt hier A4. Teilt so ein bisschen das Brett in zwei Hälften und spielt auf beiden Flügeln. Okay, Weiß kann hier nicht nehmen wegen E schlägt D4 und die Dame ist überlastet. Das geht nicht. Das ist klar, das ist die taktische Rechtfertigung. Perhatsch fixiert jetzt den Bauern A4 hier mit A3. Auch eine schnelle praktische Entscheidung nach 6 Minuten. Das war jetzt die Stellung, die für Perhatsch neu war. Bis hierhin spielt er alles so Tempo runter. Und jetzt A3. Fixiert hier den Bauern, möchte ihn eventuell später mal gewinnen. König A8. Das ist ein leicht dubioser Zug. Mir ist nicht klar, warum er hier König A8 spielte. Sprach immer noch nichts dagegen, Springer G5 zu spielen. Okay, König A8. Turm C1. Und jetzt kommt ein weiterer, ja, ich will nicht sagen dubioser Zug. Der Zug ist schon interessant. Turm A5. Die Idee ist, den Turm später über die fünfte Reihe ins Spiel zu bringen. Eventuell auf D4 nehmen. Wirkt aber ein bisschen gekünstelt. Der Springer auf A7 spielt immer noch nicht mit, der Turm auf F8 auch nicht. Er vernachlässigt so ein bisschen die Harmonie in seinem Camp, in seiner Stellung. Weiß spielt Turm C2. Das sind jetzt auch nicht immer die Züge, die die Engines vorschlagen, so was Perhatsch hier macht. Er spielt sehr solide und praktisch. Aktiviert den Turm hier mit Turm C2. Eventuell Turm D2 oder Turm E2. Deckt auch die gesamte zweite Reihe ab. Jetzt hier Springer F4. Aktiviert den Springer. Vergisst aber immer noch den Springer da hinten. König A1. Mhm. Okay, eventuell gegen Dame G5 gerichtet hier, ne? Schwarz wollte natürlich aktiv werden oder schlagen auf D4, Turm G5 und dann gegen G2 angreifen. Okay, schlagen auf D4. Das hat den Nachteil, dass es die Spannung auflöst im Zentrum. Dame D4 und Weiß hat zwei Bauern im Zentrum und den Raumvorteil. Wir sehen auch beim Zeitverbrauch Schwarz deutlich im Rückstand. Läufer D7 deckt den Bauern A4. Idee ist, eventuell den Turm rüberziehen, aber ohne den Bauern hier zu opfern. Weiß verhindert den Turmzug mit Springer D5. Der Zug ist ultra logisch, wie ich finde. Sieht super natürlich aus, greift den F4 an. Wenn Schwarz jetzt auf D5 nehmen würde, dann hätte Weiß die Möglichkeit, entweder mit dem C-Bauern, ich denke mit dem C-Bauern oder mit dem E-Bauern, und dann ist der Turm auf A5 eingesperrt. Ne? Dann gibt es so Ideen wie Läufer D3. Der Bauer auf A4 ist sehr schwach. Ne? Turm E2 verdoppeln, Springer F3. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus für Weiß. Ich habe vergessen, die Engine Bar anzumachen. Mache ich jetzt, sorry. Aber bis hierhin. Springer D5. Was hätte Schwarz spielen sollen? Springer G6 wahrscheinlich. Den Springer zurückziehen. Eventuell mit C6 den Springer dann vertreiben, später mal. Wobei dann der D6 schwach wird. Schwierige Stellung für Schwarz. Jan ließ sich zu C5 hinreißen. Hier die Dame attackiert. Das ist strategisch ein Fehler. Dame D1. Springer D5. Aber Perhatsch spielt hier, na, er spielt nicht schnell, 9 Minuten überlegt und nimmt mit der Dame und das ist auch ein Fehler. Stockfisch jubiliert hier nach C schlägt D5 und gibt hier riesigen Vorteil an. Idee F4, E5 und Weiß rollt Schwarz im Zentrum komplett überrollt ihn im Zentrum. Ich habe hier B5 eingegeben, ne, und dann kam F4 und dann E5 und Weiß hat hier riesigen Vorteil. Das kennt man so ein bisschen aus der Benoni-Verteidigung, wenn die Bauern da angerollt kommen. Das ist ja auch eine sehr, sehr gute Stellung. Aber Perhatsch nimmt mit der Dame, das ist nicht ganz richtig. Er basierte seine Entscheidung darauf, dass der Bauer D6 schwach ist. Hier bekommt Schwarz aber Gegenspiel. Läufer C6, aktiver Läufer jetzt hier. Dame D3.
Und hier gibt es viele gute Züge für Schwarz. Er könnte zum Beispiel den Turm zurückbringen. Er könnte auch Turm E8 spielen, Druck machen gegen E4. Stattdessen entscheidet er sich für Springer G5. Das lässt aber hier Turm D2. Na, Turm D2, F4 wäre stark gewesen hier, erstaunlicherweise. Okay, was heißt erstaunlich? F4, Springer E6. Und hier Springer F3? Nee, F5, der F2, F4 hängt. Turm F2, Springer D4. Und erstaunlicherweise sieht hier auch wieder Stockfisch riesigen Vorteil für Weiß nach F5, solchen Geschichten. Mit guten Chancen am Königsflügel anzugreifen. Der Turm auf A5 steht ganz, ganz schlecht hier die ganze Zeit. Das ist aber alles sehr, sehr konkret. Ich verstehe, dass Perhatsch anders spielte. Er spielte Turm D2. Er greift einfach den D6 an und sagt sich, okay, pass auf, was willst du dagegen tun, dass ich den erobere? Na, so einfach ist das aber nicht, weil Schwarz Gegenspiel gegen den E4 hat. Schwarz spielte Turm E8, erhöht den Druck gegen E4. Noch besser wäre hier Springer E6 gewesen. Das ist ein sehr, sehr starker Zug. Mit der Idee Dame G5 und Springer F4 und Druck gegen G2. Wenn Weiß auf D6 nimmt, dann kommt Dame D6, Turm D6 und hier Turm AA8 mit Tausch des Turmes und dann Gegenspiel auf der D-Linie. Und Schwarz hat enorm aktive Figuren plötzlich. Und Schwarz hat hier schlechte Figuren am Königsflügel. Ganz schwierig hier, muss ich sagen. Turm E8, ich verstehe, warum er so gespielt hat. Das kommt hier, das lässt aber E5 zu. Der Bauer ist gefesselt und Weiß gewinnt wahrscheinlich diesen Bauern jetzt hier. Es ging weiter mit Turm A8 und so langsam ist es zu spät. Springer E6 war konkret hier der beste Zug. Hier mit der Idee Springer D4. Dame D6 geht jetzt nicht wegen Dame G5 mit Gegenspiel. Es droht Turm D8 mit Gewinn der Dame. Und Springer F4 ist auch eine sehr starke Drohung. Hier steht Schwarz schon sehr, sehr gut. Dann hat sich das Spiel plötzlich gedreht. E schlägt D6 ist eine andere Variante. Dann kommt Springer D4 und Schwarz hat hier enorm aktive Figuren. Und erstaunlicherweise sagt die Engine, das ist okay hier für Schwarz. Der Bauer D6 kann nicht unterstützt werden für Weiß. Von Weiß. Ja, Turm E8, Dame E8 oder sowas. Und dann kommt der Turm nach D8. Wird wieder aktiviert. Ne? Natürlich ein sehr trauriges Dasein, was der Turm da fristet auf A5. War eine sehr interessante Idee, den Turm dort aufzustellen. Aber der ist halt so ein bisschen kleben geblieben. Schwarz spielte Turm A8 jetzt. Dame F5. Super Zug hier von Perhatsch. Wahrscheinlich der beste Zug von ihm in dieser Partie. Naja, so schwierig war der auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Er möchte mit dem Turm auf D6 nehmen und der H4 ist auch sehr schwach. Ne? Das ist ganz schwierig jetzt für Schwarz, die Schwächen zu verteidigen. Den D6 verliert er hier. König G8 bringt den König wieder ins Spiel. König A8 hat sich letztendlich auch nicht gelohnt. Turm schlägt D6. Dame E7. Springer G4. Und plötzlich stehen alle weißen Figuren top. Der Läufer kommt nach D3 hier. Läufer E4. Ein kleiner letzter Nadelstich. Versuch hier. Turm schlägt E4. Springer E4. Was hatte. Nee, Schwarz hat er nichts übersehen. Er hat es einfach probiert hier. Er dachte sich, okay, wenn Weiß mit der Dame nimmt, das wäre natürlich ein dicker, dicker Fehler wegen Dame D6. Und hier gewinnt Schwarz mal eben zwei Qualitäten. Das geht nicht. Aber welcher Zug gewinnt hier ganz, ganz einfach für Weiß? Den hatte Perhatsch auch vorher schon gesehen. Und zwar Läufer D3 hier gewinnt. Und der Springer wird angegriffen und der kann nicht weg. Okay, Springer G5 müssen wir noch kurz schauen. Wieso geht der nicht? Wegen Turm D7. Hier. No. Die Dame hat gar kein Feld. Dame E6 kommt. Dame G5. Dame D7, Springer F6 und gewinnt. Ja, das hätte man sich noch zeigen lassen können. Aber er vertraute darauf, dass Perhatsch das alles gesehen hat. Springer D6 geht natürlich nicht wegen Matt. Ja, und es gibt keine Züge mehr, ne? Ansonsten schlage ich den Springer halt. Und dann ist die Dame auch gedeckt vom Läufer. Also G6, Dame E4, Dame D6, zack, zack, zack. Dann habe ich zwei Leichtfiguren hier. Plus Freibauer gegen den Turm. Das ist auch relativ witzlos, das zu spielen. Wegen D7 hier ist das Problem. Und Springer F6, König G7 natürlich. Springer E5 und dann habe ich den gedeckt. F6, Springer D3. Und ich gewinne hier super viele Bauern. Ne? Der hängt, der hängt. Das Endspiel ist komplett gewonnen. Ich weiß, viele von euch würden das weiterspielen, aber auf diesem Niveau
wird das dann aufgegeben. Sehr häufig, ne? Wenn man keine Chance mehr sieht, zurückzukommen in der Partie. Jo, wie ist es ausgegangen in den Kämpfen? Wir schauen mal auf die Tabelle und die Ergebnisse. 13 Runden sind gespielt von 15. Schachbundesliga ist anders als Fußball-Bundesliga. Da wird nicht jede Woche gespielt. Da sind nur 14 Kämpfe über die gesamte Saison. Beginnt immer so im Oktober, November und geht dann immer so bis April. Ne? Wir haben also noch eine Doppelrunde, die gespielt wird. Im April meine ich. Vermute ich mal. Ich kenne den Terminplan nicht auswendig. Und Viernheim ist so gut wie deutscher Meister. 3 Punkte Vorsprung vor Baden-Baden. Die haben zwar noch 2 starke Mannschaften, gegen die sie spielen müssen in der letzten Doppelrunde, aber Viernheim ist zu stark. Da wird wohl nichts mehr passieren. Der Abstiegskampf ist super spannend hier. Auch für meinen Verein, Hamburger SK. Lieben Gruß an Luis Engel. Hat heute Hamburg gerettet mit einem starken Sieg. Ne? Unser junger Großmeister. Richtig, richtig gut. Jetzt sieht es schon wieder ein bisschen besser aus. Aber fett im Abstiegskampf hier verstrickt. Ich hoffe, wir schaffen es noch. 4 Mannschaften steigen ab. Ja, so sieht's aus. 2. Bundesliga, da haben wir die Klasse gehalten. Ich habe nicht gespielt dieses Wochenende, war unpässlich, konnte nicht reisen. Wir haben die Klasse gehalten. Na, schon mal gut. Aus dem Westen übrigens kommt eine Mannschaft hoch, die ist so stark besetzt, dass sie in den nächsten Jahren um den deutschen Meisterschaftstitel spielen wird. Düsseldorfer SK, schaut euch mal bitte diese Namen hier an. Ist ein bisschen crazy. Gukesh, Dominguez, Vidit, Pragnananda, Eddie Geisi. Die indische Nationalmannschaft mal eben eingekauft hier. Van Forest, Esipenko. War nicht Ding Liren auch eingekauft? Wurde der nicht auch eingekauft fürs nächste Saison? Kann sein. Ich glaube, Ding Liren ist auch im Kader. Soll vielleicht nächstes Jahr zum Einsatz kommen. Also, nächstes Jahr wird es richtig spannend in der Bundesliga. Mit Düsseldorf, Viernheim und Baden-Baden. Da wird es mal ausnahmsweise nach vielen Jahren mal so einen Dreikampf geben. Ne? War viele Jahre was ein bisschen langweilig in der Bundesliga, weil Baden-Baden, so eine Art Bayern München des Schachs, die deutsche Meisterschaft immer relativ problemlos gewonnen hat. Ich sehe nur Einsen. Alles klar, das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Schön, dass du noch da bist. Kennst du eigentlich schon Chessamy, The Big Greek Academy? Dort findest du eine Menge Kurse über Eröffnungen, Mittelspielthemen, Endspielthemen und eine tolle Serie über Weltmeister. Klick einfach auf das Banner und schau nach, ob auch für dich etwas dabei ist.